Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Casuality spielt Eve On. Und wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, mit den Einführungsabenteuern von Benjamin Mersant. Wir hatten diese vier Missionen das letzte Mal gemacht und werden nun fortsetzen, zumindest mit diesen beiden, vielleicht auch mit der dritten, je nachdem wie lange das Ganze dauert. Trouble at the Mine habe ich jetzt einfach mal zufallsbedingt ausgewählt. Wir haben eine Nachricht von einer Mining-Kolonie bekommen und auch da haben die Seeker wieder Ärger gemacht. Sie schießen nämlich auf die Mining-Schiffe. Die verstecken sich gerade und wir sollen die Sleeper abschießen und dementsprechend die Mining-Operation sichern. Das Ganze spielt sich immer noch innerhalb des Systems ab, sodass wir keine Jumps andere Systeme durchführen müssen. Das heißt, die Mechaniken sind jetzt immer noch die gleichen. Wir nutzen jetzt einfach mal die Mechaniken hier, die es auch schon für normale Missionen gibt. Man kann natürlich auch hier Warp 2 machen, wenn man das Agency-Fenster auflässt. Aber hier, das wird einem ja auch bei jeder anderen Mission angezeigt, also Kampfmission zumindest. Da fliegen wir jetzt mal hin. Was ich übrigens das letzte Mal nicht gesagt habe, aber darauf hat mich dann der Post eines Zuschauers gebracht. Natürlich sind für mich als langjährigen EVE-Spieler viele Dinge ziemlich selbstverständlich. Wenn aber Fragen auftauchen sollten von Zuschauern, die jetzt vielleicht wirklich echte Neulinge sind, bitte zögert nicht, die Fragen zu stellen. Wenn ihr bei YouTube registriert seid, schreibt es am besten einfach unter das Video. Ansonsten okay. So, der versucht außer Reichweite zu bleiben, behauptet Aura. Ja, das Sniping ist jetzt nicht unbedingt Standardverhalten. Und ich dürfte aber vermutlich schneller sein. Und benutze zur schnellen Annäherung sowieso den Afterburner und Orbitin. Das dürfte eine Formalie sein. Natürlich, das ist einer der Punkte, die jetzt für Neulinge vielleicht nicht so offenkundig ist. Optimal Range, wenn man mit der Maus auf die Waffe geht, zeigt halt an, in welcher Entfernung vom Ziel die Treffwahrscheinlichkeit am höchsten ist. Und Fall Off bedeutet dementsprechend eine verringerte Chance bis zu dieser Entfernung und darüber hinaus. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob nach Fall of Range es quasi ausgeschlossen ist, dass man trifft oder ob die Chance immer noch weiter sinkt, aber sie sinkt auf jeden Fall rapide, sobald man die optimale Reichweite verlässt und es ist je nach Waffentyp auch unterschiedlich. In der Regel gibt es für jedes Volk Nahkampf- und Fernkampfwaffen, kann man ganz allgemein so unterteilen. Das kann man jetzt auch zum Beispiel mal anschauen im Markt wie Turrets und Base. Nehmen wir zum Beispiel mal Hybrid Turrets und Blaster, das ist Kurzreichweite, Railguns, das ist lange Reichweite und das Ganze ist dann auch in die Größenkategorien unterteilt, je nachdem, was das eigene Schiff so braucht. Wenn man zum Beispiel einen Rechtsklick hier auf den Cap macht, kann man über sein eigenes Schiff ziemlich viel Funktionen aufrufen und über Show Info über das eigene Schiff. Sieht man dann zum Beispiel bei den Trades, das Ding braucht Small Module und damit auch hier Small Weapons. Und es gibt dann auch die ganzen Boni dafür, das heißt, dieses Schiff braucht zum Beispiel keine Hybrid-Turrets, sondern Projectile-Turrets, kleine Variante. Und das ist der Bonus, den das Schiff bekommt, als Rollenbonus, unabhängig von den Skills. Das Ding ist ja auch ein Anfängerschiff. Bei den weiteren Schiffen sind die Boni, gibt es auch Rollenboni, die das Schiff immer hat,
aber es gibt dementsprechend auch Boni, die mit jedem Level, den man in dem entsprechenden Skill hat, steigen. Zum Beispiel bei Inmatar-Fregatte. Ja, für jeden Punkt in Inmatar-Fregatte kriegt man gesteigerte Boni. Nehmen wir das doch gerade mal bei den Standardfregatten Minmatar. Welche ist jetzt ja mal völlig wurscht. Sieht man es hier, Minmatar Fregattenbonus pro Skill Level. Ich habe Skill Level 3. Das heißt, ich hätte 15% Bonus für leichte Raketen, leichte Missiles und Raketen. Und 22,5% Bonus für Shieldbooster. Und so funktioniert das bei allen Schiffen, allen Völkern. Und das sind alles so Dinge, die sind für mich als langjährigerem Spieler natürlich ziemlich selbstverständlich. Wenn aber echte Neulinge dabei sind, und dafür die mache ich das ja eigentlich hauptsächlich, stellt bitte einfach Fragen. Wenn ihr einen YouTube-Account habt, stellt sie unter der Videobeschreibung. Solltet ihr keinen YouTube-Account haben, was natürlich schade ist, weil dann könnt ihr mir auch keine Likes geben und mich nicht abonnieren, sondern die Videos nur gucken, aber egal. Dann schreibt mir doch bitte, am besten ingeben eine E-Mail, hier unten ist mein Charaktername, Benjamin Versant, oder ihr benutzt den Charakternamen meines Hauptcharakters und den suchen wir jetzt mal. Ich habe es tatsächlich geschafft, den Namen meines Hauptcharakters jemanden falsch zu benennen. So, fügen wir mal hinzu. So, dann kann jeder, der das Video aufruft, hoffentlich auch diesen Namen korrekt lesen. Da könnt ihr per E-Mail ebenfalls Fragen stellen oder Anregungen, was ich vielleicht in den nächsten Videos mal ansprechen soll. Also alles, was jetzt hier nicht mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Wie beim letzten Mal kriege ich für diese Mission halt auch nur in Anführungsstrichen eine Belohnung im Geld. Und keine Skillpunkte oder ähnliches. Das gibt es immer nur für die mittleren Missionen, offenbar. Und dann gehen wir jetzt noch zur Abandoned Colony über. Auch hier wurde an einer verlassenen Asteroiden-Mining-Kolonie Seekers gesehen. Und jo, wir sollen halt mal nachgucken, was die Schmutzfüße da machen. Und machen uns dann noch gleich auf den Weg. Vermutlich wird das jetzt wiederum einfach nur eine Aufschalten und alles abschießen Aufgabe. Was ein bisschen schade wäre, denn bis jetzt hatten wir eigentlich noch nichts anderes. Da war die Einführungsgeschichte nach dem alten Muster etwas abwechslungsreicher. Aber wir wollen mal nicht vorgreifen, da kommt ja vielleicht noch ein bisschen mehr. Gut. Scanner sind korrekt, sind Seeker hier und auch ein paar zerstörte Sister of E-Ships. Sehr seltsam. Gut, aber wir haben wieder mal nur die Aufgabe, die Seeker zu zerstören. Und so wie die Missionsbeschreibung klingt, gibt es dann auch noch Verstärkung. Sollte uns jetzt aber nicht so furchtbar arg belasten, das Ganze. Man kann übrigens mit Drag und Drop hier die Module verschieben, was vor allem dann den Sinn hat, weil man hier die oberste Reihe direkt mit den F-Knöpfen bedienen kann, was ich sehr gerne tue. Zum Beispiel F2 jetzt, startet den Afterburner, nochmal F2, schaltet ihn aus. Und da haben wir jetzt gleich noch mehr davon. Und auch da kann man den Afterburner gut gebrauchen. Hohe Geschwindigkeit und vor allen Dingen eine hohe Radialgeschwindigkeit heißt sie, glaube ich. Sie sind übrigens ein probates Mittel, um den eintreffenden Schaden zu verringern. Das nennt man auch noch Speed-Tanken. Vereinfacht gesagt,
je höher die Geschwindigkeit, die eigene Geschwindigkeit ist, auf einem Kurs, der nicht direkt auf ein Ziel zuführt oder von diesem wegführt, umso schwerer haben es die Gegner, einen entweder überhaupt zu treffen, wenn sie Laser-, Hybrid- oder Projektilwaffen verwenden, oder wenn sie wie unsere Gegner hier Raketen verwenden, die treffen immer, aber dann verringert sich der ankommende Schaden. Bei Raketen ist das übrigens auch so, dass die Signaturgröße des eigenen Schiffs den gegnerischen Schaden beeinflusst. Also je größer man im Vergleich ist zu seinem Gegner, desto mehr Schaden nimmt man potenziell, je kleiner, umso besser kann man dem Schaden entgehen. Deswegen ist auch das Orbit-Kommando halt relativ sinnvoll, weil es gegnerischen Schiffen erst entweder das Tracking erschwert, also sprich, dass ihre großen Waffen und den Bewegungen des kleinen Schiffs nicht hinterherkommen, oder aber der Explosionsradius der Raketen durch das Orbiten ebenfalls beeinflusst. Kann sich das so vorstellen, man bewegt sich quasi aus dem Explosionsradius der Raketen schneller wieder heraus. Wie gesagt, in einem Fall vermeidet man den Schaden teilweise ganz. Im Fall von Raketen verringert man den ankommenden Schaden durch eine hohe Radialgeschwindigkeit. Wenn ich mich noch daran erinnern könnte, wie das geht, weil ich das eigentlich noch nie, ewig schon nicht mehr angepasst habe. Man kann entsprechend hier im Overview das auch anpassen. Was man hier so angezeigt bekommt. Hier, Radial Velocity. Man muss das natürlich auch lesen können, was das bedeutet. Aber im Prinzip, je höher die radiale Geschwindigkeit eines Feindes ist, desto schwieriger hat man es selbst, ihn zu treffen. Das sind Cruisergröße-Ziele, die haben es im Vergleich zu mir als Fregatte aber sowieso schon schwerer, mich zu erwischen. Das Thema Overview ist kompliziert genug, gerade für Anfänger, dass man daraus eine eigene Folge machen kann. Was ich glaube ich in der Ausführlichkeit aber auch noch nie gemacht habe. Müssen wir das nachsehen, bei 137 Folgen kann ich mich teilweise auch schon nicht mehr daran erinnern, was ich alles gemacht habe. Das Thema Overview habe ich immer mal wieder angesprochen. Aber es gibt da bei diversen Sites, bei Eve University oder ähnlichen, gibt es regelrechte Kurse darüber, wie man das Overview einstellt. So, gucken. Und wieder gibt es 50.000 ISK. Wunderbar. Eine Sache wollte ich bei der Gelegenheit nochmal zeigen. Gucken wir mal, ob ich das jetzt gleich finde. Ja. Das ist hier der gute Mann hier, Barkor, hat ein relativ gutes Overview entwickelt, was ich zum Beispiel auf meinen Hauptcharakteren auch nutze, und hat hier eine Anleitung geschrieben, wie man sein Setting quasi importiert. Und das funktioniert sogar abgedockt durch diesen Slash-Befehl, angedockt an der Station durch diesen Slash-Befehl. Aber wir machen das jetzt einfach mal hier, Open Overview Settings. Dann sagt er Miscellaneous und Reset All Overview Settings.
So, und dann sagt, laden wir sein Preset rein und wie man sieht, schaut das Ganze jetzt hier schon wieder ganz anders aus. Auch sein Overview ist nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall schon für viele Dinge gut vorkonfiguriert. Ja, bei Warp sieht man dann zum Beispiel alle möglichen Ziele, also wirklich alle möglichen, also auch Monde und was man sonst normalerweise vielleicht immer anwarpt. Ich würde jetzt mal aber zum Beispiel von diesem Overview die Wracks entfernen. Persönliche Geschmackssache. Ebenso eigentlich die Monde, weil ich die nie anwähle und auch Unwarp und auch nicht die Planeten. Meistens benutze ich das Ganze sowieso nur, um schnell von irgendwo nach irgendwo zu kommen. Und deswegen brauche ich auch die Asteroidenfelder nicht. Die sollten im Reiter Mining, wie man sie sieht, sowieso drin sein. Das ist ganz schön etwas aufgeräumter. Dementsprechend, man könnte das Ganze noch nach Name oder Typ oder nach Distanz sortieren, je nachdem, wie man gerade lustig ist. Wenn man das entsprechend konfiguriert hat, muss man die Open Overview Settings sowieso wieder aufwählen und dann hier sieht man an dem Hinweis Not Saved, dass man etwas verändert hat. Das muss man noch abspeichern, sonst sind die Änderungen beim nächsten Mal wieder weg. Overview ist jetzt nicht unbedingt das, was ich in der Folge zeigen wollte, aber trotzdem nur mal so zur Erklärung. Mining hat alles über Mining. Wenn man in Asteroidenfeldern drin ist, sieht man die Asteroiden-Sachen. Scout ist eigentlich mehr so PvP-Gedöns, das lasse ich mal unangetastet. Bei Loot sieht man dann die Wracks, die ich woanders schon wieder rausgeschmissen habe. Die Sonne ist eigentlich überall mit drin, damit man notfalls immer schnell irgendwohin flüchten kann, falls nötig. Und das ist immer so ein, das ist halt etwas, was es in jedem System gibt, logischerweise. Hier werden halt nur Freunde angezeigt, also Korpsmitglieder, Allianzmitglieder, eigene Flottenmitglieder. Hier werden nur Drohnen angezeigt, falls man die mal als besonderes Ziel benötigt, eigene und feindliche. PvE, das ist gut für Missionen. Und PvP, logischerweise werden Spielerschiffe angezeigt. Und da auch mit diversen Standings, also wenn man auf einen Spieler trifft, der mit der eigenen Korp oder Allianz im Krieg ist, wird dann blinkt das hier und ist rot und ja, also ich finde das Overview nicht schlecht. Jeder sollte nach den eigenen Vorlieben und Bedürfnissen aber noch Anpassungen vornehmen. Und das macht man dann hier in der Regel über die Overview Settings und kann dann hier in den diversen Tabs, also alles Mögliche noch hinzuwählen. Zum Beispiel bei PvP ist hier alles angekreuzt, um zu zeigen, bis auf Citizenships. Die braucht man anscheinend nie. Auch recht. NPC ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig. Das wechselt übrigens auch automatisch, wenn man hier klickt. Aber bei NPC-Schiffen zum Beispiel, Concord sind in der Regel ja, Freunde und Faction Navy auch. Police auch, deswegen stehen sie nicht drin, aber Pirate und Mission NPC ist halt extrem wichtig. Okay, genug geschwafelt. Sollte das Thema Overview nochmal interessant werden oder interessanter sein, bitte Bescheid geben. Und ansonsten aktivieren wir jetzt die nächste Hauptmission. Was kriegen wir dafür? Target Management 3. Okay, das ist nicht schlecht zu wissen, weil das habe ich nämlich in meiner Skill QE drin. Schmeiße es dementsprechend mal schnell raus. So, also wir haben die ganzen Daten, die wir gesammelt haben, haben aufgezeigt, dass es anscheinend, die Sleeper gerade versuchen, hier ein neues Netzwerk aufzubauen. Und wir sollen die jetzt halt Auskundschaften und Use Tactics of Mobility and Weapons Tracking, das scheint das Thema dieser Mission zu sein. Und da steht auch das, was ich zufälligerweise gerade erzählt habe, so ein bisschen. Größere Schiffe sind
nicht unbedingt effektiver im Schiff gegen Schiff Kampf. Ein kleineres Schiff ist, oder je kleiner ein Schiff ist, desto schwieriger ist es für die Waffen des größeren Schiffes, dem zu folgen. Und wie ich gesagt habe, es entweder überhaupt zu treffen oder aber den vollen Schaden anzurichten. Natürlich gibt es Module und Skills, mit denen man das Ganze, das können wir dazu machen, Rechtsklick, indem man das Ganze zu seinen Gunsten beeinflussen kann, denn man kann ja auch durchaus selbst mal derjenige sein, der mit einem großen Schiff versucht, ein kleines zu treffen. Und wie gesagt, es gibt Skills, die einem das erleichtern und diverse Module. Aber das sprengt den Rahmen dieses Videos. So. Und natürlich sagen wir wieder einen bösen Knilch zerstören. Wir geben uns mit hohem Tempo wie immer in Waffenreichweite und stellen einen Orbit ein. Hier sieht man übrigens, dass eine Rakete mich tatsächlich verfehlt hat. Das hat man auch schon in Operation Permafrost gesehen. Das dürfte eigentlich nicht passieren, es sei denn, man ist außerhalb der maximalen Flugreichweite der Raketen. Wenn ich mich jetzt direkt auf das Ziel zubewege, was ich gerade tue, dann richten diese ziemlich den vollen Schaden an. Aber sobald ich mich jetzt halt tatsächlich in dieser Kreisbewegung befinde, sieht man übrigens im taktischen Overlay, was man hier einschalten kann, ganz gut, dass ich jetzt diese Kreisbahn um das Schiff ziehe, da ist die Effektivität der gegnerischen Waffen deutlich reduziert. Das taktische Overlay benutze ich sowieso gerne, um zum Beispiel Entfernungen abzuschätzen. Bla bla bla. So, und auch den sollen wir zerstören. Das Ganze ist eine große Enklave. Jetzt benutze ich mal eine andere Methode, nämlich linke Maustaste etwas länger auf das Ziel gedrückt halten. Öffnet das sogenannte Radialmenü. Das geht an ganz vielen Stellen des Spiels und da hat man halt die Wahl. Genauso Unlock, Approach und so weiter, wie man es auch hier oben in der Leiste hat. Also die EVE-Designer haben sich wirklich große Mühe gegeben, für diverse Spielstile Möglichkeiten zu schaffen. Und das Ding looten wir jetzt im Vorbeiflug noch. Zu langsam, 200.000 überschritten. Und hier sagt Aura zum Beispiel auch, wir sollten beobachten, dass unser Schiff gegen kleinere Feinde deutlich öfter daneben schießt, als es zum Beispiel gegen großen Feinde ist. Und auch die hohe Geschwindigkeit, ich habe jetzt den Afterburner vergessen auszuschalten, beizubehalten, ist nicht unbedingt ratsam. Denn wie man sieht, obwohl ich Orbit 500 eingestellt habe, bin ich viel weiter entfernt und nähere mich es jetzt wieder. Das liegt an der hohen Geschwindigkeit, die mich quasi aus der Kreisumlaufbahn herausschleudert. Zentrifugalkraft, genauso wie es im echten Leben halt auch wäre. So. Gut, das war es anscheinend schon und im Loot-Fenster kann ich jetzt zum Beispiel auch hier mit einem Linksklick das Radialmenü auswählen und noch eine Runde vermutlich relativ wertlosen Loot abgreifen. Wie gesagt, viele Dinge, die ich erkläre, oder sagen wir so, es gibt sicherlich viele Dinge, die ich nicht erkläre, für die echte Neulinge vielleicht gerne eine Erklärung hätten. Aber das kann ich natürlich alles schlecht in ein Video packen. Dementsprechend wäre es auch natürlich eine Idee, sich zum Beispiel meine Videos mal durchzuschauen nach Themen, die interessant sein können. So, jetzt bin ich also hier auf Level 3 aufgestiegen, ohne dass ich die Skillzeit investieren musste und kann dementsprechend jetzt auch ein Ziel mehr gleichzeitig aufschalten bis zum Maximum, was mein Schiff erlaubt. Was dieses Maximum ist, sieht man dann wieder in den Informationen über das eigene Schiff bei den
Attributen. Muss man hier mal ein bisschen durchscrollen. Hier die Informationen kann sich ja dann jeder selber mal aussuchen über Targeting, Maximum Lock Targets 3 oder einem Skill im Target Management von 3. Könnte man theoretisch, wenn ich es jetzt richtig weiß, 4 Ziele aufschalten und das würde das Schiff schon gar nicht mehr können. Aber man kann sich so sicher sein, dass man das Maximum erreicht hat. Gut, und damit haben wir jetzt wieder die Wahl zwischen zwei weiterführenden Missionen. Hier geht es dann wieder um Weapon Tracking und da auch. Da geht in den beiden Missionen ging es um Weapon Ranges. Hier geht es dann demnächst um Weapon Tracking. Und diese Mission haben wir erfüllt. Gut. Wir könnten, naja, wir können eigentlich, das Video ist unter einer halben Stunde lang im Moment. Dann können wir doch einfach noch eine hinten anschließen. Eine gefährliche, aber wichtige Mission. Sie haben jetzt eine Location ausgespioniert, wo sie denken, dass die Seeker Materialien horten und wir sollen die quasi ausrauben. Warp Drive active. Und Aura warnt uns hier schon mal, dass da vermutlich Feinde verschiedener Größen auf uns warten, wo wir dann dementsprechend das bisher Gelernte und Gesagte werden verwenden und anwenden können. Das ist jetzt so, die reiten da jetzt ziemlich lange drauf rum, aber andererseits ist es es ist durchaus nicht unwichtig, auch wenn man später gern mal Kampfmissionen für andere NPCs fliegt. Okay, wir müssen jetzt also wieder mal alles platt machen. Und werden uns von klein nach groß vorbereiten. Man sieht jetzt auch, wir haben jetzt zwei Schlachtschiffe unter unseren Feinden. Die treffen uns wenig bis gar nicht, wenn wir in einem engen Orbit um die Erde rum sind. Aber zumindest bei einer echten Mission und nicht unbedingt bei diesem Einführungskram dauert es eine halbe Ewigkeit, bis man ein Schlachtschiff mit einer Fregatte zerstört. Und viele haben auch regenerative Fähigkeiten. Da würde man es vermutlich gar nicht hinbekommen. Das sollte hier natürlich etwas leichter fallen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Ganze hier funktioniert. Möglicherweise müssten wir sogar die Mission mal abbrechen und flüchten. So, mehr als die drei Ziele kann ich nicht aufschalten. Da sieht man mal das Target-Maximum, sagt er mir dann auch. Na, das ist jetzt schon ziemlich ätzend, dass ich den Knaben hier nicht treffe. Bei dem Gewirr. So, und jetzt kriegen wir schon die Warnung, dass die Schilde schwach werden. Und wenn wir mit anderen Schiffen kollidieren, verlieren wir Geschwindigkeit. Und sind dementsprechend dann auch wieder leichter zu treffen. Können es uns jetzt aber auch nicht unbedingt leisten, den Radius viel größer zu machen, weil wir dann, wie gesagt, außerhalb des Optimums unserer Schiffswaffen sind. Trotzdem werde ich das jetzt mal tun und auch meine Geschwindigkeit wieder erhöhen, weil ich ansonsten vermutlich gleich aus meinem Sitz geschossen werde. Das wäre jetzt zwar nicht weiter schlimm, es ist ja nun mal nur eine Einführung.
Aber irgendwie hat man auf sowas ja dann doch keine Lust. Also es ist durchaus spannend, die Frage, ob ich das überlebe. Wie gesagt, normalerweise hätte man hier vermutlich keine allzu großen Chancen. Ich nehme jetzt gleich schon mal eins der Schlachtschiffe als Orbitziel aus, und zwar das, was ich dann als letztes zerstöre. Und guck einfach mal, das Ganze überlebe. Da ich jetzt hier schon im Bereich Armor bin, lass nicht uns was fallen, natürlich nicht. Bitte schießen. Da ich jetzt schon im Armor bin, werden jetzt auch das erste Mal Reparaturkosten hinzukommen, sobald ich die Mission beendet habe. Also kein Schlachtschiff, was auf sich hält. Was auf sich hält, würde dermaßen schnell sterben im Normalfall. Man sollte also mit einem derartig schlechten Schiff und derartig schlechte Ausrüstung niemals versuchen, mit NPC oder gar Spielerschlachtschiffen aufzunehmen. Das kann nicht gut enden. Also von daher sind diese Anfängermissionen kein ernstzunehmender Maßstab für die Schwierigkeit von Eve ansonsten. Das sollte man unbedingt beachten. Es wäre allerdings für die Mission jetzt möglicherweise wirklich angebracht gewesen, ein besseres Schiff zu fliegen. Oder zumindest ein Shield Booster Modul einzubauen, mit dem man seine Schutzschilde reparieren kann. Ein freier Slot wäre ja noch da gewesen. Also es scheint, dass der Schwierigkeitsgrad der Mission jetzt langsam vielleicht ein bisschen ansteigt. Haben jetzt überlebt und kriegen dafür immer nur noch 50.000 ISK. Und werden jetzt mal andocken. Keine weiteren Missionen mehr machen, aber dafür unsere Schäden reparieren. So, jetzt ziehe ich mir mal den Strukturbrowser hier in die Schnellleiste. Da kann man dann zum Beispiel im eigenen Solarsystem dann noch sehen, was die einzelnen Stationen für Services anbieten, bevor man dort dockt. Ich meine, wir haben jetzt hier nichts weiter. Gibt ja auch nichts weiter. Aber wie man hier an dem Schraubenschlüssel sieht, sind Reparaturen hier möglich. Kleiner Tipp, Spieler, das ist eine NPC-Station. Stationen, die Spielern gehören, wie Raitarus oder Zitadellen und so weiter. Dem muss man sich eigentlich nur nah genug nähern und dann reparieren die einem sämtliche Schäden durch so einen Strahl, durch den man dann getethert wird, wie das heißt, also angebunden wird an die Station, kostenfrei. So muss ich hier allerdings für mein Anfängerschiff auch nichts bezahlen. Gut, das soll es gewesen sein für diese Folge. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, habe ich euch Wege genannt, wie ihr sie mir stellen könnt. Auch viele andere erfahrene Zuschauer meines Kanals sind immer gern bereit, Fragen zu beantworten. Werdet sie los, stellt sie und arbeitet euch weiter in dieses komplexe, komplizierte, aber wirklich hervorragende Spiel ein. Damit endet Teil 2 meiner Einführung und wir sehen uns hoffentlich bald bei Teil 3 wieder. Bis dahin, macht es gut und bis zum nächsten Mal, euer Casuality.